Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Cook. Ihr habt euch in der letzten Folge gewünscht, dass ich mal Kroketten selber mache und genau das werde ich heute machen. Nehmt gerne da oben an der Umfrage teil und entscheidet, was es nächste Woche hier auf diesem Kanal geben soll. Jetzt aber zu den Kroketten. Ich habe mich schon immer gefragt, ob sie besser werden aus der Fritteuse oder aus dem Backofen. Beide natürlich selbst gemacht. Ich meine jetzt nicht aus der Tiefkühltruhe in den Backofen geschoben, sondern wirklich alles von dem Teig auf selbst gemacht. Wie genau das alles geht, was ihr dafür braucht und so weiter, das erfahrt ihr alles jetzt. Ich habe eben schon 500 Gramm Kartoffeln geschält und dann in Salzwasser gekocht. Da ist es ganz wichtig, dass ihr mehlig kochende Kartoffeln nehmt, denn nur so bekommt ihr diese richtig schöne fluffige Konsistenz innerhalb der Kroketten hin. Die Kartoffeln sind mittlerweile abgekühlt und ich werde sie mit einem Kartoffelstampfer jetzt etwas zerkleinern, sodass sie zu einem schönen Kartoffelbrei werden. Als nächstes werde ich dann zwei Eigelbe hinzugeben und dafür müssen wir natürlich erstmal die Eier trennen. Das hört sich immer komplizierter an als ist, denn eigentlich muss man nur das Eigelb von der einen Eihälfte in die andere transferieren und das Eiweiß, das fließt dann automatisch ab. Das hebt euch auf jeden Fall auf, denn das brauchen wir gleich noch zum Panieren. Das Eigelb kommt jetzt mit in den Topf. Eine gute Prise Salz kommt noch mit hinzu, Pfeffer natürlich auch und wenn ihr zu Hause habt, auch ein bisschen Muskatnuss. Die reibe ich einfach noch mit dazu und dann kommt dazu auch noch 20 Gramm Kartoffelstärke oder Maisstärke, was auch immer ihr zu Hause habt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch noch ein bisschen geschmolzene Butter, so 20 Gramm mit hinzugeben. Ich habe allerdings keine Mikrowelle und deswegen ist es immer ein bisschen komplizierter, die Butter auch flüssig zu machen. Von daher lasse ich sie heute mal weg. Dafür nehme ich eine andere Zutat, die auch optional ist, und zwar etwas Parmesankäse. Ich reibe mir so ein kleines bisschen mit in den Teig, denn ich finde, der Parmesan, der gibt diesen Kroketten nochmal einen richtig schönen Beigeschmack und passt einfach perfekt in diesen Kartoffelbrei, der dann innerhalb der Krokette ist. Den Teig knete ich jetzt mit meinen Händen einfach so lange, bis es ein richtig schön einheitlicher Teig ist. Und dann nehme ich mir immer so ein kleines Stück davon weg und forme das zu einer kleinen Krokette. Die typischen Krokettenformen, die kennt ihr ja. Ihr könnt dafür theoretisch auch einen Spritzbeutel nehmen, aber ich weiß, viele von euch haben das nicht zu Hause und es geht auch ganz einfach mit den Händen. Noch besser geht es, wenn ihr die Hände etwas nass macht und mit feuchten Händen dann diese Krokette formt, denn dadurch klebt der Teig nicht an euren Händen und ihr könnt das Ganze besser formen. Und dann geht es weiter mit dem Panieren und dafür braucht ihr das Eiweiß von eben. Da tauche ich die Krokette kurz ein und rolle das dann durch das Paniermehl durch, sodass die Krokette, also dieser Kartoffelteig, von allen Seiten mit den Semmelbröseln überdeckt sind. Die Kroketten werde ich natürlich auch schon mal in den Ofen geben, denn die brauchen ein bisschen länger, ungefähr so 20 Minuten. Ganz wichtig zu erwähnen ist auch nochmal, dass ihr die im Backofen immer wenden müsst. Am besten so 3-4 Mal, dass sie von jeder Seite gut gebacken wird. Denn der Vorteil beim Frittieren ist natürlich, dass die Krokette von allen Seiten praktisch gebacken wird durch diese Hitze, durch den Kontakt mit dem Öl. Und den Luxus hat man im Backofen leider nicht. Das Öl sollte ungefähr 180 Grad haben, dementsprechend messe ich jetzt auch mal nach. Falls ihr keinen Thermometer habt, um das abzumessen, dann könnt ihr das ganz einfach auch mit einem Holzlöffel machen, indem ihr das Stielende reinhaltet und wenn es dann anfängt zu blubbern an dem Holzstab, dann ist es heiß genug. So, bei mir passt es jetzt ein bisschen über 180 Grad, aber das passt auch so. Zum Frittieren solltet ihr auf jeden Fall ein Öl nehmen, welches zum Frittieren geeignet ist, also was einen hohen Rauchpunkt hat. Ich empfehle besonders Sonnenblumenöl oder Erdnussöl oder natürlich irgendein Frittieröl. Ich werde heute Sonnenblumenöl benutzen, ungefähr 1 Liter davon. Ganz wichtig auch, dass ihr den Topf nicht bis oben hin voll macht mit Öl, denn maximal so 2/3 sollte man voll machen. Das kann immer sein, dass Öl ein bisschen spritzt und dann damit wollt ihr euch natürlich nicht die ganze Küche voll sauen. So, wenn das Öl heiß genug ist, dann kommen jetzt die Kroketten nach und nach rein in das blubbernde Öl. Darin brauchen die Kroketten jetzt ungefähr so 2 bis 4 Minuten, bis sie richtig schön goldbraun sind. Die sehen jetzt schon richtig gut aus. Ich werde sie jetzt zum Abtropfen auf ein Stückchen Papier geben, ein bisschen Küchenpapier, damit das Fett noch abtropft und man das nicht alles gleich mit isst. Auf jeden Fall ratsam. Nach denen im Backofen schaue ich auch schon mal. Die sehen auf jeden Fall auch schon ganz okay aus, wobei ich da direkt sagen muss, die frittierten, die sehen viel, viel schöner aus mit diesem schönen goldbraun. Und ich werde jetzt auch mal den Geschmackstest machen. Optisch sehen die aus dem Backofen auf jeden Fall schon mal nicht wirklich doll aus und ich bin mal gespannt, ob sie genauso trocken schmecken, wie sie aussehen. Ich muss sagen, geschmacklich sind die ziemlich gut, habe ich jetzt gar nicht so erwartet. Das größte Manko hier ist natürlich das Aussehen, denn solche Kroketten möchte man ungern der Verwandtschaft an Weihnachten auf dem Teller servieren. Das sieht einfach nicht schön aus. Viel schöner sehen da unsere Frittierten aus, denn die haben so eine richtig schöne goldbraune Farbe und ob die auch geschmacklich jetzt die aus dem Backofen toppen können, werde ich jetzt mal probieren.
Nochmal viel knuspriger außen. Die Frittierten sind einfach gleichmäßiger gebacken und sind dadurch nicht nur schöner, sondern auch einfach vom Geschmack besser, weil eben das Innenleben auch gleichmäßig gebacken wurde und dadurch gleichmäßig gar ist. Alles ziemlich gleichmäßig. Ich finde, man hat ein deutlich besseres Ergebnis, wenn man die Kroketten frittiert. Also wenn ihr sie nachmachen wollt, dann nehmt gerne diese Variante. Ist zwar ein bisschen aufwendig, weil man schon so 45 Minuten mindestens einplanen muss für dieses ganze Prozedere mit den Krokettenformen, sie in das Öl tunken und rausholen, abtropfen und so weiter. Von daher ist es deutlich zeitaufwendiger natürlich, als wenn man einfach Tiefkühlkroketten nimmt. Aber dafür sind die geschmacklich deutlich besser, weil sie einfach schön frisch schmecken. Man schmeckt noch die Kartoffel raus. Man kann sie sich natürlich auch selbst besonders würzen. Man kann ja jetzt da zum Beispiel auch ein bisschen Chili-Pulver mit reingeben oder irgendwas anderes. Man kann richtig kreativ sein. Und den Luxus hat man natürlich nicht bei Tiefkühlware. Außerdem hat man auch keine Geschmacksverstärker oder sonstige Chemikalien im Essen, die man bei so Tiefkühlessen meist leider drin hat. Von daher auch, das ist ein echtes Argument, sie mal selbst auszuprobieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen. Begeistert euch, begeistert andere und bis zum nächsten Mal.